Herzlich willkommen zurück zu der Let's Play Landwirtschaftssimulator, weiter hier mit Kabi. So, was machen wir jetzt? Jo. Soll ich jetzt Feld 8 machen? Ja. Feld 8 kannst du abernten, ne? Dann sammle ich ein. Ja, ne? Und willst du Stroh einsammeln? Könnte man einen Bude voll machen? Ich weiß es nicht, ich muss ja, kann ich auch. Also das Lager wieder voll machen, hätte ich jetzt gesagt. Dann nimmst du einen Hänger und kippst du das bei dem Kraftwerk rein, weißt du, was ich meine? Ja. Und ja, viel ist es nicht, also was da jetzt runterkommt von Feld 8, das muss man jetzt auch mal sagen, das ist ja echt nicht. Na, das täuscht dich nicht. Schaut klein aus, aber ist gewaltig. Na gut, 100.000 habe ich rausgenommen, ne? Feld 7 und 12 ist zum Beispiel auch so. Das sind auch keine kleinen Felder, ne? Nein. Erstmal ernten. Ja. Dass wir schon mal ein Feld wieder erledigt haben. Dann um 7 Uhr verkaufen. Richtig. Oh. Was wir heute nicht mehr schaffen werden. Also das werden wir alles bei der nächsten Aufnahme machen müssen. Ja, da kommen wir wahrscheinlich auch nicht drum rum. Wobei ich echt gern wissen würde, wie viel es sein wird, wa? Tja, willst du noch eine Stunde, noch eine halbe Stunde vorstellen? Weiß nicht. Du kannst meinetwegen auch noch eine halbe Stunde vorstellen. Nein, vorstellen tue ich nicht mehr. Nein, 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 das machen wir nicht mehr. Du willst den restlichen Sprit? Also der Kompostmaster ist jetzt mit 60% Diesel gefüllt. Okay. Was ich geil finde, dass die Sandgrube und so voll war. Da ja. Müssen wir uns auch angewöhnen, den abends auszukippen wahrscheinlich. Jupp. Auf den Hänger drauf zu machen oder so. Weil wenn wir das noch gemacht hätten bei der Sandkuhle, hätten wir viel mehr gehabt. Ne? Ja, bin ärgerlich. Aber einerseits, ja, keine Ahnung, haben wir uns auch wieder ein bisschen Sprit gespart, sodass wir jetzt eigentlich mal alles voll machen konnten. Ne? Ja, das kann man natürlich von dem Punkt dann jetzt aussehen, Kabi. Ja, da hast du auch wieder vollkommen recht. Da ja. Spreche ich nicht mal gegen. Der Kompostmaster ist durchgelaufen, okay, ja. Aber haben wir mal gut Sprit produziert und es läuft jetzt wieder weiter und wir haben fast alle, also alle Geräte, die Sprit brauchen, sind fast rappelvoll. Genau. Das bedeutet, wir kriegen demnächst Sprit im Überschuss. Was heißt Überschuss? Aber wir können endlich mal produzieren vor, endlich mal. So muss man sagen, ja. Wir haben keinen Engpass mehr. Genau. Was aber auch mal Zeit wurde. Naja, aber wenn jetzt zum Beispiel das Feld noch nicht fertig ist mit den Sonnenblumen, mache ich mir keinen Kopf, weil die Maschinen haben Sprit. Und der nächste Zeitraffer kommt, sind die immer noch voll. Ja, klar, wir haben ja alles getankt. Ja, eben. Also die Maschinen sind proppe voll, Mann. Ich hatte heute, wo ich eingestiegen bin, wo wir angefangen sind, 260 Liter oder was. Und ich bin mit 100, irgendwas bei über 100 Liter hatte ich noch, wo ich getankt habe. Und ich habe ja wirklich heute in der ganzen Aufnahme nur auf dem Träger gesessen. Ja. Ich habe ja nichts anderes getan heute, wie auf dem Träger gesessen. Dann mache ich jetzt die Tiere fertig mit Fressen und so weiter, oder was? Mir egal, du kannst auch schon Stroh einfahren. Ja, mir so, aber ja. Ich würde sagen, mach mal die Tiere, weil wenn wir nächstes Mal online kommen, oder du machst es beim nächsten Mal, wenn wir online kommen. Ja, ich mach's gleich, wenn dann vergessen wir. Ja. Gleich vorbei, so nur ein bisschen ja. Wasser und... Stroh habe ich reingekippt. Okay. Das ist nur dann Wasser und der restliche Silage und sowas. Genau. Also Kraftfutter. Er ist ja gleich vorbei. Wasserfass haben wir ja aufgefüllt. Nicht, dass wir das dann beim nächsten Mal verpeilen und irgendwann geht denen das Wasser aus und... Ja, ich bin schon aber wirklich überlegen, wenn uns Geld überbleiben sollte, dann lass uns bitte noch ein paar Kühe kaufen.
Ja. Kein Problem. Ich glaube wirklich, dass uns die Milchproduktion nicht reichen wird, Karin. Nein, wird's auch nicht. Und wenn der Mapbauer wieder zuhören sollte, können wir da auch ein Schild hinstellen, dass die Milch nicht mehr automatisch verkauft wird. Da gibt es ja einen Mod. Und das würde mich gerne interessieren. Na, das wäre cool. Ja. Dass das dann ist, weil dann verkaufst du die Milch nicht mehr. Weil du kannst ja die Milch ja dann auch selbstständig verkaufen. Richtig. Aber dadurch, dass wir hier unseren Schlaftimer haben. Ja, was ich aber auch cool finde, das Spiel kriegt ein ganz anderes Leben. Ja, es ist halt natürlich ganz was anderes, ja. Ja. Ja klar, es passt schon, also ist ja auch gut so, aber du hast da dann wirklich in dem Sinne einen negativen Ding, weil du dann im Sinne 3000 Milch bis 12 Uhr wieder verkackst, ne? Und diese richtig. 3000 Milch sind 3000 Milch, oder? Wenn du da mal 100 Kühe hast, ist ja noch mehr, oder? Genau. Geht auf jeden Fall gerade hier mega ab alles. Ja, und ich denke auch, dass die anderen Felder auch dann im nächsten fertig sind. Oh. Ja, das wird gleich alles ganz schnell gehen, Kavi. Und außerdem um 7 Uhr haben wir sowieso wieder ganz was andere Probleme. Dann müssen die ganzen Sachen verkauft werden. Mehl muss... Hast du Mehl rausgeholt? Oh no. Die war auch vollgelaufen. Und mal, ich habe den Hänger. Gleich. Ich habe den Hänger. Weil ist dann noch was? Hast du schon ausgeleert? Nee. Gut. Ja, ich fahre. Scheiße, dann, ich kann ja Mehl. Ich fahre jetzt erst zur Mehl und nehme Mehl raus. Kann man Mehl nicht einlagern? Nein. Echt nicht? Nein. Ja, dann müssen wir warten. Dann muss ich jetzt meinen Mähdrescher leer machen. Ja, dann mach jetzt Mehl fertig. Dann können wir die Gerste einlagern und dann holen wir das. Hilft eh nicht. Richtig, aber wäre jetzt sehr cool gewesen. Ich guck mal, vielleicht können wir das irgendwo. Doch, klar. Wir können doch Mehl oben in das Lager kippen. Wir haben doch das Lager auf der Map. Und vergessen? Da, wo du auch die Haarmilch abkippen kannst, was du schon mal gemacht hast. Neben der Raffinerie-Lager. Ja, stimmt. Boah, die nehmen doch die Mühle denn jetzt vollgelaufen? Ja, ja. 45.000 ist vollgelaufen, bis unter den Arsch. Da können wir das nochmal lagern, aber Sand weiß ich nicht, ob man da lagern kann. Ich glaube nicht, dass da also Sand angenommen wird. Dann port ich doch dahin. Na, wenn es wurscht, weil wir haben ja einen Hänger ja eh. Hier kann man Anlieferung, Ausgabe, Haarmilch, Schnaps, Reibekuchen, Salatmischung, Pflaumen, Kirschen, Kuchen, Bier, Brot, Speiseöl, Krautsalat, Zucker, Mehl und Joghurt. Das war's, also Sand geht nicht. Okay. Aber ist ja nicht schlimm. Alles andere. Damit alles wieder läuft, das ist. Ja. Aber wir haben eh keinen Weizen mehr, um da reinzukippen, ne? In die Mühle kommt Weizen, richtig? Ja. Ist jetzt dein Ding, also kann ich das jetzt schnell in den Hof kippen? Dann fahre ich schnell. Dann komm noch einmal ganz kurz neben mir. Und nimm noch mal was mit. Ja, dann kippe ich das schnell in den Hof und leer das aus und dann. Ja, ja. Krieg ich sie. Fahr einmal bis zu unten zur Reihe, weißt du, dann kann ich einmal durchknallen wieder, Kabi. Jo, jo. So wenig ist das nicht, ne? Nein, deswegen, ja. Hab ich ja gesagt. Was ich dir jetzt da reinhaue schon wieder. Das ist ja. Ich finde es nicht wenig.
Na, no, kannst abhauen. Leer? Ja. Oh, der quält sich auch schon, ne? Junge. Ja, 19,6 Stunden haben die schon runter. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, welche Trackers wir nehmen sollen, weil ich würde lieber Big Butts nehmen. Als nächste Trackers. Naja, aber für das haben wir noch nicht das Geld, ne? Nein! Aber weil du gerade sagst, ja, 19 Stunden schon runter. Ja, stimmt, aber ich glaube, die nächsten Trackers, die ich kaufe, sind die Big Butts. Weil wenn wir noch mehr Felder bekommen, dann brauchen wir die Trackers, Kavi. Ja, stimmt, ja. Und ich glaube, dass irgendwann auch mehr die LKWs ins Spiel kommen. Richtig, die LKWs werden wir brauchen, aber wir brauchen die Big Butts, um schneller zu säen, zu grubbern, weißt du? Ja. Und dies und jenes. Also ich gehe davon aus, dass wir das wirklich benötigen. Und dafür spielen wir auch noch ziemlich viel das Spiel, dass sich das lohnt für uns beide, das zu kaufen. Richtig. Muss man jetzt das, ja auch... Das stimmt schon, ja. Das muss man aber jetzt ja auch mal sagen. Aber es gibt jetzt nur noch keinen Sinn. Nein. Nein, nein. Deswegen wollen wir ja auch in dem Sinn die größeren Felder, dass wir dann das, sagen wir, Speiseöl haben, dass wir Kohle machen ohne Ende. Wir machen eh schon jetzt Kohle ohne Ende, aber das muss jetzt erstmal in die Felder investiert werden. Und was bringt mir das, wenn ich die Big Butts hole und bin schneller fertig mit den Feldern und dann... Ja, gibt's nur noch Zeitvorstellung. Ja, dann bin ich genauso weit in dem Sinn wieder wie auf der alten Map. Genau. Und das will ich nicht. Nein, wir werden auch noch genug zu tun haben. Das ist genauso, du musst überlegen, diesen Tag, wir müssen auch wieder, bevor wir pennen gehen wieder, in dem Sinne, in dem Spiel, müssen wir wieder Gras mähen. Wir sind hier, sind solche zwei Vollpfosten. Warum? Ich komm gar nicht rein. In eine Mühle. Nein, 7 Uhr. Ja, dann um 7 Uhr. War gerade das ganze Ding wieder, ja. Zuschauer zeigen uns wahrscheinlich schon einen Vogel, Alter. Ich komme mit diesen Zeiten nicht klar, Alter, ne? Jetzt mal ohne Scheiß. Das liegt aber da dran, und deswegen müssen die Leute uns das auch ein bisschen verzeihen, das liegt einfach da dran, Kavi, weil wir nur alle 2 Wochen spielen. Manchmal spielen wir auch, nehmen wir so viel auf, Leute, dass wir für 3 Wochen produziert haben, und dann spielen wir 3 Wochen dieses Spiel nicht. Wir haben uns das schon ins TS geschrieben, aber ich weiß zum Beispiel, ich wusste nicht, dass die Mühle eine Öffnungszeit hat. Ja. Wo kommst du denn rum? Hinten da, wo du mich vorhin zum Schluss leer gemacht hast. Dann stelle ich da hin. Na, ist eh egal. Wahrscheinlich hättest du den Hänger eh einmal ausleeren müssen. Soll ich neben dir fahren? Nein. Ja, kannst du, wenn du willst. Weil ich komme jetzt da vorne raus und dann kannst du neben mir fahren. Ich sehe, hier vorne ist ja jetzt kein... Schnitt. Genau. Cut, cut, cut. So, jetzt. Aber der Weizen hier auf dem Feld ist auch schon kurz vorm Exitus. Ja. Dauert auch nicht mehr lange. Nämlich auch schon wieder über 10.000, die ich jetzt in dir reindrücke. Heftig, ne? Ich sag ja, da kommt gar nichts. Es ist gar nicht so wenig. Nein. Es geht mir noch nie aufgefallen, dass die Lenkstange sich unten bewegt bei dem. Ja, was? Bei dem Anhänger. Ja. Wenn du um die Kurven gehst, bewegt sich die Lenkstange. Es bewegen sich auch unten drunter die ganzen Zapfwellen unterm Trecker und das alles. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Ganz ja, die Zapfwellen, die laufen, das weiß ich. Ja. Was macht eigentlich mein Internet? Hast du das noch auf? Ja, immer noch. Wie, immer noch? Immer noch 0,03 und so, oder was? Ja, teilweise schlägt es schon höher aus. Aber man merkt es nicht. Ich hab das noch offen, ja. Keine Ahnung. Aber du, man hört es auch von der Stimme her jetzt nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, ja.
Ja, im Spiel habe ich ja auch nichts. Das ist ja das, was komisch ist bei mir. Egal. Scheiß drauf. Richtig. Scheiß drauf. Gar nicht mehr drüber aufregen. Gar bring dir nichts drauf. Nur, ob es am Internet liegt, will ich immer nicht. Nein. Ja. Cool. Auch voll. Alles so, wir sagen auf jeden Fall wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.